So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute mal nicht mit der Bundesliga, zumindest vorerst nicht, sondern mit dem DFB-Pokal. Erstes Spiel sozusagen in diesem Pokal gegen den KSC aus Karlsruhe, der Sportclub, Freunde, wo wir absolut gewinnen müssen. Und das ist auch ein Grund, warum wir das Ganze heute simulieren werden. Aber nicht nur das, sondern ihr habt es mitbekommen, FIFA 16 kommt in nicht allzu langer Zeit raus. Die Demo ist schon am Start, wir sind schon am Suchten, Freunde. In den Livestreams haben wir schon gezockt und natürlich werden auch YouTube-Videos dementsprechend noch folgen, da braucht ihr nicht lange drauf warten, Freunde. Bisschen Footdraft, pipapo, was da alles ansteht und in dem Sinn, wir müssen ein bisschen vorankommen. Ich kann es euch zeigen, wir stehen momentan im Oktober, Freunde, 28. Oktober 2014, eigentlich ja 2015, aber unseren Speicherstand, den hat es ja zerschossen, wie ihr wisst. Und wir haben halt so Spiele wie Porto, Jungs. Wir haben Spiele wie jetzt hat Marseille. Wir haben Spiele, gut, Hamburg natürlich auch noch hier als Derby. Da gibt es so ein paar Punkte, Juve, die wir eigentlich spielen müssen. Dortmund, Gladbach und das wird verdammt nochmal eng. Heißt, es wird in der kommenden Zeit ein paar viele Simulationen geben. Ich werde mal gucken, wie wir das machen. Eventuell werde ich das auch zwar schon ein bisschen mehr simulieren, aber nicht komplett übertreiben und dafür dann mal einen Stream machen, einen Livestream, den ich dann auch schon so ein bisschen vorher ankündige, wo wir die FIFA 15 Karriere mit Bremen zu Ende machen. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann können wir das da auch gerne im Stream machen, das ist alles ein bisschen unkomplizierter und dann könnt ihr da auch noch gerne so ein bisschen mitwirken und in dem Sinn, glaube ich, habe ich jetzt genug gequatscht, Freunde. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch FIFA 16 braucht, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei, da ist ein Link zu meinem Partner MMOGA, da könnt ihr euch das Ding holen, wenn er noch nicht so weit Zeit. Aber die meisten werden es wahrscheinlich schon haben. Aber gut, genug gequatscht, wir gehen rein. Ich werde heute so ein bisschen umstellen gegen den KSC. Ich möchte zwar nicht zu viel riskieren, aber wir werden heute mal mit Can auf der 6 spielen und werden trotzdem vorne mal so ein bisschen die Leute rausnehmen, die ein bisschen Kraft schonen müssen. Wir hatten jetzt relativ Spiele in der letzten Zeit, dass wir da, wie gesagt, ruhig mal ein bisschen dem einen oder anderen jungen Mann auch ein paar Chancen geben. Selke zum Beispiel kommt komplett weg. Yildirim lasse ich, glaube ich, mal mitnehmen für Leitner. Aber ich... sollen wir da rechts? Rechts müssen wir eigentlich nochmal was tun. Leitner, kann der auf rechts spielen, Freunde? Ein Leitner. Wir probieren es. Links. Yildirim, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. Aber so gehen wir das Ganze mal an. Werden das Ganze abspeichern und spielen gegen den KSC im DFB-Pokal. Im Normalfall. Wir spielen zwar auswärts, aber im Normalfall müssen wir das gewinnen. Steht momentan auf dem 6. Platz in der Fußball-Bundesliga. In dem Sinn, ja, gegen einen Zweitligisten, da müssen wir einfach den Sieg mitnehmen. Typer da vorne wieder am Start, Junusovic, unser Capitano oder unsere zentrale Leitstelle, da auch mit am Schlüssel, bekommt gleich mal gelb nach 4 Minuten. Wunderbar. Und dann hoffen wir mal, dass das heute hier nicht die große Überraschung gibt. Traut verletzt beim KSC, 27. Minute, musste erstmal raus, Klingmann in der Partie. Mauersberger gelb, eine Halbzeit schon vorbei. Immer noch 0:0 der Spielstand. Also ich würde mal sagen, jetzt sollte man kein Gegentor kriegen. 1:0 Can, boah, ich dachte schon. Meistens, wenn man es nämlich sagt, dann kriegt man es auch noch. Aber, Jungs, das sieht gut aus. Emre Can reinrotiert von uns höchstpersönlich und er macht die Bude. Viel besser kann es nicht laufen, heißt... Ein wunderbarer Sieg im DFB-Pokal. Wir werden gleich mal gucken, gegen wen es geht. Übrigens, ich will gegen Mainz auch noch simulieren und gegen Porto dann heute den Part sozusagen vollenden und da das Spiel machen. Gegen, das ist uns völlig egal, 125.000 Euro nochmal bezüglich dem DFB-Pokal, bezüglich des Weiterkommens. Da können wir uns schon mal sehr drüber freuen. Und, genau, ich wollte reinschauen, DFB-Pokal. Gibt es da schon die Auslosung, Freunde? Bremen gegen Augsburg, der Club gegen Frankfurt, Schalke gegen den FC Erzgebirge Aue, Wolfsburg gegen Heidenheim. Alter Schwede, da sind ein paar komische Partien, oder? So ganz untypisch. FSV Frankfurt gegen Kaiserslautern, Hoffenheim gegen RB Leipzig. Ja, das ist auch ganz interessant. Paderborn gegen die Bayern und der Sportclub aus Freiburg gegen Borussia Dortmund. Relativ interessante Sachen damit dabei. Und wir, wie gesagt, gegen die Augsburger. Alles andere als einfach, aber machbar, absolut. Trotzdem müssen wir da irgendwie, wir müssen weiterkommen. Das ist ganz klar das Ziel. So, ich bin ein bisschen am Überlegen, aber ich glaube, wir werden genau mit derselben Ausstellung nochmal reingehen. Das Einzige, was wir eventuell tun könnten, wäre wieder Hajrovic damit reinzunehmen. Wobei der gar nicht so eine tolle Form hat. Von dem her gehen wir ruhig wieder über Leitner, Freunde. Werden die nächste Partie angehen gegen den FSV Mainz 05. Und jetzt heißt es so ein bisschen Daumen drücken. Mainz gegen Twente verloren, gegen Wolfsburg verloren, gegen Heidenheim nur unentschieden gespielt. Und wir brauchen jetzt wirklich einen Dreier. Also wir brauchen wirklich einen Dreier. Haben uns gegen den KSC zumindest rein so von den Stats scheinbar schwer getan. Gegen Mainz läuft Stand jetzt ganz gut. Leitner 1:0, 18. Minute. Gleiches Halbzeit und es gibt eventuell, bitte, 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 den zweiten Pflichtspielerfolg in dieser Folge. 20, Okazaki, macht den Ausgleich, verdammt.
So, Jungs, komm nochmal zusammenreißen. Weigel für Groß gibt's nochmal die Chance. Kobylanski! Unser Matchwinner. 87. Minute. Ganz, ganz wichtiges Ding. Denn das seht ihr gleich in der Tabelle. Boah. Jungs, sonst hätte ich mir wieder eure Kommentare anhören dürfen. Wir spielen doch. Aber ich denke, ihr könnt es verstehen. Wie gesagt, wir wollen ja die Saison noch schön zu Ende bringen. Und von dem her müssen wir ein bisschen simulieren. So, richtig geile Mucke bei mir übrigens im Hintergrund, aber die hört ihr nicht, weil die darf ich nicht einspielen. So, gegen die Mainzer, ich wollte nicht in den Kalender schauen, sondern in die Tabelle der Fußball-Bundesliga. Wo haben wir denn die am Start? So, hier ist er. Wir wieder auf Rang 5, 18 Punkte, Punkt und Tor gleich mit dem FC Schalke 04, aber insgesamt Türchen mehr geschossen. Das sieht doch soweit gut aus. 3 Punkte hinter den Bayern und von ganz oben grüßen immer noch die Jungs aus Frankfurt, der absolute Wahnsinn. 10 Spiele, 22 Punkte, Eintracht Frankfurt. Momentan das Maß aller Dinge. Und übrigens, Jungs, ich glaube, ich bin gerade am Überlegen. Wir spielen gegen ich glaube, wir werden sogar noch ein Spiel simulieren, weil wir sind eigentlich durch in der Champions League. Zumindest so gut wie. Jungs, es tut mir leid, aber wir werden noch eins simulieren. Dann wird halt die Folge heute länger. Ein Spiel gibt es natürlich trotzdem, gar keine Frage. Gegen Porto, wir gehen nochmal mit derselben Mannschaft rein. Zuletzt unentschieden gegen Juve, gegen Marseille und die Niederlage gegen uns im allerersten Spiel. Mal gucken, ob wir heute in Portugal gegen einen Champions-League-Sieger von 2004 wieder zum Erfolg kommen. Dybala 1:0, Werder Bremen führt gegen die Portugiesen. Heute eventuell mit diesem Sieg wäre das Weiterkommen perfekt. Wir stünden in der K.O.-Phase der Champions League, Freunde. Wahnsinn. Und das mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Wenn es dabei bleibt, 10 Minuten noch zu gehen und es ist jetzt auch noch Schluss. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. 3 Auswärtsspiele, alle 3 Auswärtsspiele mit Bremen gewonnen. Das ist bombastisch. So, jetzt kommt Stuttgart, das ist, glaube ich, eine Partie. Entweder spielen wir die oder gegen den HSV. Ich bin noch am Überlegen. Wir werden auf jeden Fall mal schnell in die Tabelle reinschauen, wie das Ganze soweit aussieht. Aber ich würde mal fast sagen, wir haben den Lauf. Pass auf, das ist wahrscheinlich jetzt ein Heimspiel gegen Stuttgart. So schaut es aus und das ist das erste Spiel, was wir wahrscheinlich in der Simulation verlieren werden. So, Elia ist wieder mit am Start. Dafür ist Garcia verletzt. 7 Tage wird der Kollege ausfallen. Es soll uns erstmal nicht so schmerzhaft treffen. Das sollten wir erstmal kompensieren können. Und wir gucken nochmal rein in die Champions League. Aber da müsst ihr jetzt schon, also mit 12 Punkten bist du durch. Das ist klar, Jungs. Das ist absolut klar. Wir sind in Gruppe G. Da haben wir es. Also, 10 Punkte vor Porto, 11 vor Marseille. Das heißt, die sind nicht mehr, die können uns gar nicht mehr schnappen. 5 Punkte sind wir vor Juve. Auch das ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, dass die uns noch holen. Wobei, es gibt noch das direkte Duell. Und dann müssen wir, also wenn wir beide Spiele verlieren, Juve beide gewinnt, logischerweise, dann wären die noch durch. Aber davon gehen wir jetzt Stand gerade, momentan, einfach mal nicht aus. Werden dann ein bisschen wechseln. Oh, Sternberg muss ran. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht so gut. Da bringe ich mal lieber Lukimia. Bartels, Leitner dafür mal raus. Hajrović darf wieder von Beginn an ran. Cher, Can in der Innenverteidigung. Groß, ja, das passt mir. Junusovic, da bringen wir Selke. Und dann würde ich sagen, werden wir das Ganze heute nochmal simulieren, Freunde. Die Folge mittlerweile, ich glaube, schon knapp, naja, 10 Minuten nicht ganz, aber ein paar Minütchen ist ja schon alt, das gute Ding. Heute nochmal die Simulation. Es tut mir leid gegen den VfL Stuttgart, aber ihr wisst, wir müssen vorankommen. Ich sag's, glaube ich, gefühlt das 100. Mal. Stuttgart gegen Wolfsburg unentschieden, gegen den Club 2:2 und gegen die Eintracht aus Frankfurt, den aktuellen Spitzenreiter. Auch noch verloren. Also da läuft es nicht wirklich beim VfB, aber wie gesagt, wir hatten 3 Auswärtsspiele. Alle simuliert, alle 1:0 gewonnen. Also, oder knapp gewonnen, sagen wir mal so. Und das wäre jetzt typisch, wenn wir hier in FIFA ein Heimspiel simulieren und das verlieren werden. Ibisevic 1:0, Jungs. Es ist ja fast schon wieder normal. Es ist ja fast schon wieder der ganz normale Alltag. Hier schon mal rein, komm schon, da muss noch irgendwas gehen. 10 Minuten noch zu spielen, Jungs. Hoffentlich noch ein Unentschieden. Scher mit dem Ausgleich. Scher mit dem Elfer. Und Lukimia in der 88. Gelb-Rot 1:1. Okay. Bayern Frankfurt 2:2. Oh, das wäre unsere Chance heute gewesen. Das wäre die Chance gewesen, ganz weit voranzukommen. Aber naja. Okay. Schottland, das Ding nochmal ab. Spieler gesperrt. Der gute Lukimia. Ein Spiel wird da fehlen. Jetzt ist dann der Garcia wieder da. Dann haben die das wunderbar gemacht. Wo ist denn der Garcia? Der ist immer noch verletzt. Der ist immer noch verletzt. Aber wir dürfen auch noch ein bisschen voran, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Einen Tag bis zum HSV-Spiel, Jungs. Derby Time. Also, Derby Time. Vom Allerfeinsten, das werden wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Ja, wir spielen mit Sternberg. Wir spielen mit Sternberg, wir spielen mit Bartels, wir spielen mit Hajrović. Ich glaube, ich bringe mal Leitner vor Beginn an. Dybala natürlich, neben Origi vorne drin. Can, Wiedwald. Und dann passt das, glaube ich, soweit ganz gut. Can, der mir eigentlich super gefällt, den lassen wir mal am Start. Elias noch angeschlagen, den kann ich mir nicht erlauben mitzunehmen. Das wäre zu krass. Lorenzen für Kobylanski, was ist denn mit ihm los? War der verletzt? Völlig im Arsch, der Kollege. Den guten Mann mit der Roten nehmen wir natürlich noch raus. Da packen wir mal Galvis hin. Und dann würde ich sagen, gehen wir das Ganze an, Jungs. Nach 10 Minuten geplappere und simuliere.
Vier Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, das ist in Ordnung. Gehen wir jetzt das Ganze an gegen den HSV. Und ich kann schon mal so viel sagen vor der Folge. Drückt einfach mal so ein bisschen die Daumen mit. Ich bin jetzt eigentlich schon wieder, was heißt gewohnt? FIFA 16 bin ich nicht gewohnt, aber in der Demo schon öfter gezockt jetzt in letzter Zeit. FIFA 15 dagegen eher selten. Von dem her, drückt die Daumen, Jungs. Dass wir das irgendwie hinkriegen. Auf Legende wird das alles andere als einfach. Im Derby gegen den HSV, aber ich will euch, ich will die Bremer Fans natürlich nicht enttäuschen. Und von dem her werden wir hier ganz, ganz schnubbelidu die 3 Punkte aus Hamburg Richtung Bremen entführen, Freunde. Also, gehen wir es an. Der HSV natürlich im gewohnten Weiß, wir im Auswärtsdress in unseren grauen Trikots. Ansgar von Hauenstein, der Schiedsrichter der heutigen Partie. Und in dem Sinn, Freunde, gehen wir es an. Derby-Time in Hamburg. Nordderby ist angesagt. Immer wieder geil und hoffentlich heute mit dem guten Ende für uns. Dybala vielleicht gleich mal zu Beginn zeigen, wer hier die Nummer 1 im hohen Norden ist. Das wäre natürlich perfekt, aber wird alles andere als einfach. Holtby nach vorne gelegt. Da ist Ivica. Olic, da ist Berami. Oh, das war schon mal nicht so ganz so sicher gespielt, aber der HSV weiterhin Ballbesitz. Diekmeyer kommt über die rechte Seite. 4 Minuten rum. Gibt es hier vielleicht gleich mal ein frühes Tor bzw. Gegentor aus unserer Sicht. Oben ist Berami. Wir kommen noch nicht wirklich hin. Dann war das ein enorm schlechter Pass. Und dann spielen wir das bis dato super raus. Origi. So, keiner tut wirklich mit. Jetzt vielleicht mal den langen auf. Ja, den guten Dybala probieren, aber der ist dann auch den Ticken zu schlecht gewesen, der Ball. Da kann Dybala relativ wenig mit anfangen. Holtby kommt wieder. Unten Beister. Ganz, ganz frei. Da geht überhaupt gar keiner mit. Beister über die rechte Seite. Flanke in die Mitte. War super. Olic kommt Gott sei Dank nicht hin. Ganz ehrlich, ich habe schon so ein bisschen kommen sehen. Nächste Chance Hamburg. Also der HSV ist so ein bisschen besser drin. In diesen ersten 10 Minuten kommen da ganz gut rein in die Partie. Haben die ersten Möglichkeiten rausgespielt. Und jetzt hat ist Gott sei Dank Wiedwald da. Und jetzt ist vor allem Origi da, der sich abdrängen lässt von Jansen. Und der Abschluss von Beister dann. Ein bisschen Verzweiflung. So sah es aus. Obwohl der HSV, wie gesagt, gut spielt. Aber da müssen wir gegen ankommen. 12 Minuten vorbei. Heute ein Sieg. Und dann können wir, glaube ich, ganz entspannt und ganz, ganz mit ganz viel Vorfreude auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga schauen. Der Ball war super. Junusovic, der hat die Übersicht. Bartels, hat der das können? Bartels, das hat er. Bartels, fuck, und ich trinke noch, weil ich dachte, da kommt der Gegner entgegen. Jetzt hätte ich schießen können, aber ich habe mit was anderem gerechnet, als letztendlich passiert ist. Beschissener Ball. Eieieiei, also ein bisschen zu kompliziert, wie wir es da gespielt haben. In der 16. Minute hier in Hamburg. Von und zu Hamburg vorne. Da hätte ein bisschen mehr passieren können. So bleibt es erstmal dabei, dass hier noch keine Tore gefallen sind. Wieder so ein Ball, der einfach den Ticken zu ungenau ist. Wo eigentlich nicht viel fehlt, aber nichtsdestotrotz kommt er irgendwie nicht an der Ball. Das ist so ein bisschen schade. Berami hochgelegt auf Jansen nach vorne, Beister, der da doch so ein bisschen Platz kriegt. Und dann den Ball gefährlich zu Heiko Westermann. Spielt aber HW4, der weiß, wie man so eine Situation entschärft. Gut dazwischen Selassie. Kommt man nicht hin, das ist nicht schlecht. Was die Jungs aus Hamburg da treiben. 20 Minuten vorbei, also wir kommen immer besser rein. Wir kommen hier immer besser rein. Wir müssen nur auf unsere Chance warten. Klar, der HSV will auch das Derby hier logischerweise gewinnen. Auch die spielen hier schön gut nach vorne. Oh, gute Grätsche da. Bisschen unglücklich, dass der Ball nicht bei uns bleibt. Jetzt vielleicht die Chance. Jetzt vielleicht die Chance. Da ist Dybala. Wunderbarer Ball. Paolo. Dybala wird geblockt. Erste richtig starke Möglichkeit. Gut rausgespielt. Und dann geht er leider Gottes nach 25 Minuten knapp am Kasten vorbei. Gelbe Karte sieht er oder zeigt der Schiedsrichter da nochmal. Gegen Berami gibt's nochmal den Freistoß? Ich glaube nicht. Dürfte die Ecke geben. So schaut's aus. Freistoß wäre jetzt auch zu schön. Ich sag nur, Junusovic, der steht da auch wieder bereit. Komm schon, hinter. In die Mitte ablegen. Der war gut gedacht und schlecht gemacht, Jungs. Und dann ist die Chance da. Und dann ist er nicht drin. Moritz Leitner, halbe Stunde gespielt in Hamburg und der Ball, er geht dann doch ein ganz schönes Stückchen am Tor vorbei. Da hat er 5, 6, 7 Meter zum Tor und kriegt den Ball nicht unter. Meine Güte, die Dinger, die müssen halt rein. Solche Bälle müssen halt letztendlich rein, sonst hilft's alles nichts. Sonst nimmst du ja keine Punkte aus Hamburg mit. Die kommen wieder über Ivica Olic. Unten ist Ilicevic, wir rennen uns selbst über den Haufen. Olic geht da wieder durch Flanke, die sollten wir kriegen. Die sollten wir kriegen, die kriegen wir auch, Jungs. Versprochen. Origi, gut gemacht. Dybala, komm, zeig mal was. Nochmal Origi, nochmal nach hinten. Und jetzt der Ball nach ganz oben, nicht im Abseits, bitte. Der ist nicht im Abseits und der Ball, der ist nahezu perfekt. Der ist nahezu perfekt, aber HW4, wenn die den halt da hinten drin stehen haben, da machst du nichts als Stürmer.
Da machst du gar nichts. Aufpassen, Holtby. Nach unten gespielt, Diekmeier. Linie lang, Abseitsposition, Ilicevic. Gibt erstmal den Freistoß, Freunde. 9 Minuten noch zu gehen. 9 Minütchen noch in Durchgang 1. Also mal gucken. Oh, der war eher schlecht, aber kommt noch an. Mal gucken. Oh, doch nicht ihn. Ich wollte gleich in die Spitze spielen, aber das hat FIFA nicht so wirklich erkannt. Mal gucken, ob es hier doch noch ein Tor gibt. In diesem ersten Durchgang, in diesen ersten 45 Minuten. Oder ob wir mit einem zwar torlosen, aber doch recht unterhaltsamen 0:0 in die Pause gehen. Wir werden sehen. Langer Ball auf Diekmeier. Den kriegt selbst der schnelle Diekmeier nicht mehr. Winkt er schon so ein bisschen ab, Jungs. Also Diekmeier hat nicht mehr so ganz so viel Bock. Nächstes Spiel, ihr seht's, Werder Bremen gegen Olympique Marseille. Zu Hause in Bremen. Champions League mal wieder angesagt. Aber da ist ja schon so gut wie alles vorbei. Heißt, das werden wir höchstwahrscheinlich wieder simulieren. Uns fehlt noch, ich glaube, ein Pünktchen. Uns fehlt, glaube ich, noch ein Pünktchen. So, probieren wir mal. Origi nochmal. Oh, kommt man nicht ganz hin. Und jetzt setzt sich so eine verdammt blöde Fliege auf meinen Bildschirm. Ich werde hier bekloppt. Und die rennt da den Ball hinterher. Der Wahnsinn. So, Diekmeier in die Mitte gelegt. 2 Minuten noch. Dann ist das Ende der Halbzeit und das Ende der Fliege, Freunde. Beißt da Flanke in die Mitte. Die wird nochmal richtig gefährlich. Aber letztendlich geht der Ball doch knapp übers Tor. Wiedwald im Kasten. Muss nicht eingreifen. Meine Güte, du. Ich will jetzt hier das Spiel gewinnen. Aber ihr merkt schon, ich tue mich auch so hart. Ich habe so nicht die Kombinationen wie sonst. Aber FIFA 16 ist halt schon doch was komplett anderes. Und wenn du jetzt mittlerweile schon FIFA 16 gewohnt bist, dann gute Nacht. Es gibt nochmal den Freistoß. Oh, so weit hinten. Also Schiedsi, Richter, du. Das hätte man auch besser machen können. Aber wir machen es jetzt gut. Hajrovic kann sie nicht ganz durchsetzen. Bartels bringt nochmal die Flanke und dann waren wir eigentlich da. Da wurde es fast richtig gefährlich und jetzt wird er höchstwahrscheinlich abpfeifen, der Schiedsrichter. Immer noch nicht. Aber jetzt, Freunde. Aber jetzt pfeift er ab. 45 Minuten plus 5 sind vorbei. Wir gehen rein in die Pause. Relativ viele, beziehungsweise relativ wenige Tore. Köln gegen Hertha 0:0. Mainz gegen Freiburg ebenfalls 0:0. Unentschieden. Unentschieden auch zwischen Gladbach und Frankfurt. 1:1. Die Bayern gegen Hoffenheim ebenfalls 1:1. Schalke führt gegen Wolfsburg mit 1:0. Hannover 1:0 gegen Leverkusen. Paderborn gegen Dortmund 0:0. Unentschieden. Und der VfB Stuttgart mit einem 1:1. Zu Hause gegen den FC Augsburg. Ihr seht's. 2 Schüsse von beiden. Augsburg. Jetzt fange ich mit Augsburg an hier. Mensch, Hamburg mit ein bisschen mehr Ballbesitz. Alles in allem, aber oh, da gibt er nicht mal einen Foul für. Origi, da gibt er nicht mal einen Foul für. Und Origi hat die wunderbare Übersicht und dann ist er wieder nicht drin. 47. Minute, was ein Auftakt in diese zweite Hälfte. Dybala mit der Riesenmöglichkeit. Und normal macht er so eine Chance im Schlaf, aber heute im Derby, da flattern so ein bisschen die Nerven, da will es nicht sein. Kriegt die Kulle nicht unter. Bleibt alles erstmal weiterhin beim torlosen 0:0. Aber das ist mal ein richtig guter Start in diesen zweiten Durchgang. Jetzt vielleicht die Chance über Junusovic. Junusovic nach unten. Jawohl, den spielt er gut. Hajrovic. Oh, das macht er fast perfekt, aber nur fast. Kriegt den nochmal. Oh, verliert den dann, aber da kann ich relativ wenig machen, außer das Ganze zu versuchen und zu riskieren. Schade, schade. Da ist Origi. Der kommt nicht hin gegen Berami. Oder kommt er noch hin? Kommt er nicht. Selassie. Oh, Origi, auch wieder den Schritt zu langsam da leider. Und jetzt gibt es aber dann auch den Einwurf. 53. Minute. Erster Wechsel. Holtby geht raus. Raphael van der Vaart für ihn in der Partie. Der Mann, der mittlerweile schon seinen Zenit mehr als erreicht hat, würde ich mal vorsichtig behaupten. Und damit meine ich nicht Holtby, sondern van der Vaart. Komm schon, Diaz. Nach oben gelegt, Diekmeier. Kommen wir da hin, da kommen wir wieder nicht hin. Beister. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Das wäre jetzt so typisch, ein Gegentor zu kassieren. Wollen wir aber nicht. Junusovic nimmt Bartels mit. Gutes Ding. Bartels sieht Origi. Origi in die Mitte gelegt. Der Ball war super. Mit der Hacke, das ist genial. Und Leitner kriegt den wieder nicht unter. 59. Minute. Es ist mittlerweile die dritte, eigentlich schon 100%ige Chance für uns. Und die dritte Chance, die wir hier nicht nutzen. Im Derby gegen den HSV. Ich habe es vorhin angesprochen. Sowas hier kann am Ende oftmals bitter, bitter, bitter böse bestraft werden. Aber daran wollen wir mal gar nicht denken. In die Mitte gelegt. Van der Vaart. Aufpassen, dass der jetzt hier nicht nochmal den Akt macht. Unfassbar knappes Ding. Alter Schwede. Hamburg mit der besten Möglichkeit der Partie. Gott sei Dank vereitelt. Junusovic. Dybala läuft. Dybala. Und jetzt muss er rein. Wieder nicht. Wieder der Keeper. Wieder droppen die dazwischen. Es gibt die Ecke. Boah, Jungs. Das gibt's doch nicht. Es entwickelt sich hier zu einer richtig krassen Partie. 65. Minute. Wir sollten mal wechseln. Aber zunächst die Ecke, die alles andere als gut war.
Da ist Pierre-Michel Lasogga nach unten gelegt. Wir gehen jetzt mal rein in die Pause. Wir wechseln jetzt mal, Jungs. Wir müssen ein bisschen was tun. Ich bringe einen Öztunali für Yunusovic auf der 6. Oder wir bringen Weigl auf der 6 und Öztunali erstmal da. Genau, so machen wir es. Und dann noch einen Lorenzen vorne rein für Origi. Ich weiß, Dybala ein bisschen platter, aber ich kann mit Dybala besser spielen. Ich glaube, das rentiert sich so eher, Freunde. Und die Kontermöglichkeit über Ivo Iličević. Was hat er da vor? Er hat was Gutes vor. Lasogga. Gut dazwischen. Und nochmal gut. Und jetzt haben wir ihn. Und jetzt ist es vielleicht die Chance zum 1-0. Yunusovic, komm schon. Ja. Dybala wird geschickt, aber der Ball war dann erstens ein bisschen zu lang für den mittlerweile doch ein bisschen kaputten Dybala. Und zweitens hätte er den auch ein bisschen hinter dem Rücken vom HSV-Spieler durchstecken können. Wäre vielleicht die bessere Option. Abseitsposition. 20 Minuten noch. Gibt es hier ein torloses 0-0 im Derby? Das will doch keiner sehen. Das will doch keiner sehen, so ein 0-0. Oder Jungs, was meint ihr? Geile Grätsche. Ball trotzdem wieder abgenommen. Das hätte ein bisschen besser lösen müssen. Jetzt haben wir aber den Einwurf, bitte. Der Schiedsrichter gibt den Einwurf. Haben wir uns selbst angeschossen, oder was? Gibt's ja gar nicht. Ich sag, Jungs, wir sind so knapp an den Bällen. Ich werde bekloppt. Also viel fehlt nicht. Dann haben wir jedes Mal den Ball. Da auch. Laufen wir wieder auf den Mann. So, wenn jetzt der HSV das Tor macht, wäre das eine bittere Pille. Der Ball geht ganz weit durch. Und dann können wir den Eiersee in Ruhe klären, Freunde. 75. Einen guten Konter nochmal aufbauen. Wie weit legt er sich denn den Ball vor, bitte? Let's go, Freunde. Wir müssen hier irgendwie die 3 Punkte mitnehmen. Jawohl. Sehr schön. Nimm den Mann mit. Sternberg macht das noch gerade so gut. Schön gespielt. Unten muss jemand kommen. Da kommt auch jemand jetzt wieder nach oben. Öztunali. Öztunali, der ist frisch. Der hat Bock. Nach unten gelegt. Die Chance ist da. Geblockt das Ding. Spielt ihn nochmal wieder. Fehlt ein kleiner Schritt, um an den Ball zu kommen. Richtig gute Möglichkeit mal wieder für uns. Aber wieder bleibt es hier. Wir kennen es mittlerweile beim 0-0. Es will nicht fallen, das Tor. Gut, dazwischen gibt nochmal den Einwurf für die Hamburger. 9 Minütchen in diesem Derby gegen den HSV. Lasogga. Steck keinen Ball jetzt da durch. Lasogga und hau den auch nicht selbst rein. Die Möglichkeit ist da. Und das ist mal eine bombastische Chance. Ich glaube, Raphael van der Vaart war's. Pfostentreffer. Alter Jungs, jetzt geht's hier los. Jetzt geht's hier los. Langer Ball, Dybala. Kriegt der den, der Junge? Der ist platt jetzt mittlerweile. Der ist mittlerweile platt. Westermann macht den Fehler auch nicht. Aufpassen. In die Mitte gelegt. Da ist Diaz. Sieht Lasogga. Also da können wir hier nochmal aber sowas von tief durchschnaufen, Jungs. Das war nochmal die Riesenchance für den HSV. Gut, dass wir den vereitelt haben. Beziehungsweise, dass der HSV den nicht reinkriegt. Oh, wer kommt da auch noch hin? Langer, guter, perfekter Ball. Schön gespielt. Jawohl. Oh, das ist ein bisschen zu eng alles hier. Das ist so ein bisschen zu eng. Komm entgegen, Dybala. Und dann so ein Kackding, Jungs. Es gibt nochmal die Konterchance. 4 Minuten. Nachspielzeit angezeigt. Gut gemacht. Jetzt der Ball durchgesteckt. Das ist Bartels. Er fightet, er kämpft, er kommt nicht hin. Nochmal nach unten gelegt. Wenn wir jetzt hier nochmal die Möglichkeit kriegen. Oh, wieder ein V-Spiel. Wenn wir hier nochmal den Ball kriegen, dann gibt es nochmal die Chance. Selassie, du musst. Nicht, dass die Hamburger jetzt nochmal rankommen. In die Mitte gelegt. Nein. Selassie, komm nicht hinterher. Langer Ball, Sternberg kommt auch nicht ran. Aufpassen, Jungs. Nicht jetzt hier noch das Ding verlieren. Und dann wird er abpfeifen. Also, am Ende bleibt es beim 0-0. Mensch, ein Derby ohne Tore, das will eigentlich wirklich keiner sehen. Aber, ja, wir müssen es am Ende irgendwie mitnehmen. Ihr seht, Hamburg vielleicht die etwas bessere Mannschaft, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr ausgeglichene Partie. Keiner hat es irgendwie geschafft, das Tor zu machen. Einziges Unentschieden am Spieltag. In der Halbzeit sah es da noch ein bisschen anders aus. Aber das ist auch nicht so tragisch. Wir nehmen die 3 Punkte sehr, sehr gerne mit. Damit die Partie gegen Marseille, Gott sei Dank auch, zumindest mal ein bisschen Pause, oder? Ja, ich glaube, über eine Woche Pause. Das ist soweit sehr, sehr fein. Das ist sehr, sehr gut, Freunde. Das ist sehr, sehr gut. Damit wir uns mal wieder so ein bisschen erholen können. Und dann werden wir die Partie im nächsten Part machen, aber nicht gegen Marseille. Ich denke, die werden wir simulieren. Mal schauen, was danach noch so kommt. Damit wir, wie gesagt, im Laufe der Zeit jetzt noch ein bisschen vorankommen. Nationaltrainer-Offerten, die werden wir natürlich ablehnen. Vor dem Spiel gegen Marseille, würde ich sagen, motivieren wir nochmal unsere Jungs, damit die schön am Start sind. Okay, mir ist per abgelaufen. Sehr schön. Okay, ich glaube, die habe ich einfach nur nicht gelöscht. Und in dem Sinn schauen wir das Ganze an. Gegen wen werden wir denn dann im nächsten Part wirklich auch spielen? Ich denke, gegen Paderborn ist klar und gegen Marseille ist auch jetzt klar. Werden wir simulieren.
Und dann wohl gegen, ja, gegen Juve werden wir, glaube ich, nochmal kicken, Jungs. Also, 3 Simulationen, ein Live-Spiel dann im nächsten Part, wie immer gegen den Besten, nämlich gegen Juventus Turin. Da haben wir dann schon Augsburg. Dortmund werden wir auch kicken, Augsburg werden wir kicken. Also, da kommt dann wieder ein bisschen was auf uns zu. Wir gucken rein in die Fußball-Bundesliga, in die Tabelle. Wie hat sich das Ganze jetzt halt hier entwickelt? Wir stehen auf Rang 7, rutschen wieder raus, aber weiter nur 4 Punkte, immer noch hinter Frankfurt. Der Wahnsinn. Die Frankfurter rocken die Liga und in dem Sinn würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann rockt auch und zwar den Like-Button. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Jetzt geht's dann los mit FIFA 16, FIFA 15 endet und damit sehen wir uns wieder im nächsten Part. Macht's gut, haut rein, habt einen schönen Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.